Siehst du, kein Grund zur Sorge. Dein Starschnitt ist wie neu und da, wo er sein sollte. Ich hole ihn, sobald wir den Ort gesichert haben. Klar, darum habe ich mir am meisten Sorgen gemacht. Oh. Halt, stopp. Dort hinten sehe ich doch noch eine Seite, die wir uns jetzt schnell nochmal holen werden. So, und die lesen wir auch nochmal eben. Mulligan hinterfragt Nightingales Befehl. Deputy Mulligan ignorierte Thorntons Geschwätz. Er hielt Atoren nicht für besonders nützlich und eine große Menschenjagd hielt er für Schwachsinn. Kein Grund, Kaffee und Kuchen zu verpassen. Es war ja nicht einmal klar, was er getan hatte, außer auf der Wohnwagenanlage vor ihnen zu fliehen. Mulligan wusste, dass er nicht allein war. Der Sheriff verlor auch die Geduld mit dem FBI-Mann. Ich frage mich ja echt, wie das Ganze hier noch ausgehen wird. Vor allem, was wir noch alles erleben. Wie viele dunkle Gestalten wir noch töten müssen. So, kommst du mit oder... Moment. Zum Haus der Andersons gehen. Das ist hier lang. Hier durch vielleicht? Nee, hier komme ich nicht durch. Hinten rum. Lass mich raten, das Gerät da hinten greift uns nachher auch noch an. Komm ich hier irgendwo durch? Komme ich nirgends durch. Wo müssen wir denn jetzt hier entlang? Ach, hier. Eine Leiter. Und jetzt? Hier drüber oder was? Hüpp! Oha. Ich glaube, Alan Wake hier möchte etwas loswerden. Wie war das, Al? Oh, ich bin Alan Wake. Ich liege immer richtig. Wenn ich nicht kriege, was ich will, schmolle ich den ganzen Tag lang. Ich bin ernsthaft und launisch. Das macht mich anziehend und geheimnisvoll. Jetzt okay, der Junge hat einen kleinen Schatten, aber deswegen mögen wir ihn ja alle auch so. Aber schon okay, er ist immer da, wenn ich ihn brauche. Das war eine tolle Showeinlage. Ja, das war ziemlich gut. Willst du meine Barry Wheeler-Imitation sehen? Nein? Na klar. Kann ich einfach runterspringen? Ich mach's mal einfach nicht, sondern ich gehe wieder die Leiter hinunter. So. Wir müssen uns ja jetzt nicht hier sinnlos das Bein brechen. Das ist meistens so, ne? Auch in einer Zombie-Apokalypse und sowas, dann stirbt man letztendlich am gebrochenen Bein. Und nicht an der Gefahr an sich. So, bitte oben bleiben, das wäre nett. Wow, sieh dir das Ding an, Al. Die haben die Wikinger-Nummer echt auf die Spitze getrieben. Sieh dir das ganze Zeug an, Typ. Schlaf. Wow, Nightbringer. Da werden Erinnerungen wach. Weißt du noch, als ich dir diesen Auftrag besorgt habe? Dein erster echter Job als Autor. Dein Durchbruch. Ist das eine deiner Folgen? Night Springs. Heute Abend. Der Traum der Träume. Nein, ist von jemand anderem. Wir begleiten Mr. Jones, der das endlose Traumland erforscht, bis er aufgehalten wird von etwas zu Alltäglichem. Einer Schlange und Menschen. Hey, Jones, ja? Okay, wir müssen warten, bis Ihre Hoheit da drüben bereit ist. Wow, wer ist das? Sie kennen ihn nicht? Sind Sie neu? Das ist der, der uns träumt. Also, er träumt nicht nur uns, er träumt alles. Alles hier. Halt, nein. Ich träume gerade. Ich schlafe. Ist das nicht mein Traum? Oh ja, klar. Sehen Sie es ein. Sie sind nur ein Traum.
Ich bin ein Traum. Sie sind ein Traum. Der Vogel im Taucheranzug ist ein Traum. Und die süße Puppe da hinten. Definitiv auch. Aber ich bin sicher, dass ich träume. Vielleicht sind Sie ein wirrer Traum. Bin ich Psychiater? Ich halte mich jedenfalls an die Schlauköpfe. Und die sagen, er erledigt das Träumen. Der da. Ich weiß nicht, was das heißt. Dass wir ihn bei Laune halten. Keine Abstürze. Wir sorgen dafür, dass er Kleidung trägt, wenn er rausgeht. Keine Fluchten vor Monstern, bei denen er wie wild rennt, sich aber nicht von der Stelle bewegen kann. Nichts in der Art. Denn wenn er plötzlich aufwacht... Ja, genau. Wir warten also, bis er weiter möchte und halten alles schön ruhig. Hey, etwas passiert hier. Ja, was denn? Was? Hören Sie es nicht? Oh, du liebe Güte, ein Wecker. Oh mein Gott, das sind Sie, oder? Er wacht auf. Bitte, ich habe Frau und Kinder. Bitte nicht wecken. Ach du Scheiße, jetzt sind sie alle gestorben, nur weil er aufgewacht ist. Ja, das war schon interessant, ne? So, gibt's hier noch irgendwas? Hallo, 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 irgendwas Interessantes? Nix, nix, nix. Hier hinter vielleicht? Nein, hier auch nicht. Hopp. Ah, hier haben wir noch ein bisschen was Interessantes. Das so. Jagdgewehrmunition brauchen wir zwar nicht, aber haben wir noch Platz frei. Insofern nehme ich es einfach mal mit. Zu viele Batterien. Seht ihr, jetzt haben wir wieder zu viel von allem. Ist immer das Gleiche. Entweder man hat nichts oder man hat zu viel. Hups. Ich wollte eigentlich nicht so einen Krach machen, aber es passiert halt ab und zu. Aber hier Thermosflaschen. Davon haben wir natürlich massig... Dafür haben wir natürlich massig Platz. Ist klar. Eine Seite. Was wird sie uns erzählen? Die Anderson-Brüder in den 70ern. Es ist 1976 und auf der Anderson-Farm tanzt der Bär. Auch wenn es jeder Logik spottet, ist die berauschendste Zutat ihres selbstgebrannten, ungefiltertes Wasser aus dem Cauldron Lake. Die Andersons fühlen sich wie Götter. Odin kann nicht aufhören zu lachen. Er überlegt, sich ein Auge herauszuschneiden. Thor rennt über das Feld, nackt, mit gellenden Schreien. Mit dem Hammer in der Hand versucht er, den Blitz zu fangen. Ihre Lieder haben Macht. Etwas Uraltes rührt sich in der Tiefe. Kehrt zurück. Okay, die Alten hier, die haben das uralte Dunkle geweckt. Das Wikingerboot sah beeindruckend aus, fast wie ein Rambock. Okay, das sagt uns alles. Kann ich das hier irgendwie bedienen, das Ding? Nee. Ja, die Alten scheinen hier das Dunkle geweckt zu haben mit ihren Partys. Wow, gute Arbeit, Herr. Ja, danke, danke, ich weiß. Bin einfach ein toller Typ. Okay, hier gibt's anscheinend, das sind die Tu-Daten der zwei Jungs, die brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Aber das Bild wird schon wieder so schwammig. Ach, ja, das war ja klar. Hallo. Noch jemand von hinten? Nee. Aber noch jemand von vorne. Oh. Ja, klar, dass wir doch wieder alleine hier rumkämpfen müssen, wa? Mensch, Barry, du bist eine Pfeife, ey, das gibt's gar nicht. Das müssen wir alleine machen. Aber gut, es läuft ja einigermaßen. Brauchen Barry gar nicht. Wir können doch allein. Barry, du Pfeife, wo bist du denn hin? Wo? 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 Ah, nein. Schon wieder so ein Freak. Ich hasse diese Typen. Thank you.
So. Mein Freund. So wird das von Schriftstellern gemacht. Was? Wo bist du? Hä? Barry? Du Bekloppter? Verdammt. Oh. Ach nee. Oh. So. Heieieiei. Oh, das ist knapp, möchte ich meinen. Komm her, komm her, komm her. Komm her, komm her, komm her. Komm, 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 komm. Nein, yes, ja. So. Das sind ja auch praktisch hier die Kabel. Vielen Dank dafür. Ich glaube, kann es sein, dass ich die Fässer auch zerschießen kann? Können wir beim nächsten Mal testen. So, Barry, von wo hast du gerufen? Wo sollte ich hinkommen, Barry? Du Volldepp. Ach nee. Du chillst hier die ganze Zeit rum, weißt du? Statt mir mal zu Hilfe zu kommen. Fauler Sack. Wow, diese alten Knacker hatten echt was am Laufen. Weißt du was, Herr? Wenn wir hier lebend rauskommen, werde ich die vermarkten. Ja, ich verkaufe dieses Zeug online, leih reine Fernsehshow an und bringe eine neue Single raus. Na, viel Glück damit. Hey, du findest für uns einen Weg nach draußen. Ich sehe mir das Zeug mal genauer an. Mhm, ja, ja. Ich töte auch wieder alle Gegner. Kein Problem. Sei vorsichtig, Herr! Wir müssten vielleicht mal... Ich werde mal ein bisschen mit der Schrotflinte hier durch die Gegend laufen. Das ist, glaube ich, ein bisschen schlauer, weil wir davon hier noch ein bisschen Munition haben. Falls es jetzt jemand hier... Ja, genau. Genau dich meinte ich. Hehe. Alles klar. Halt die Augen offen, ja? Alles klar. Sag da einfach mal so, als ob nichts gewesen wäre. Mann, oh Mann, das ist aber ein hohes Haus hier. Jetzt kann ich hier noch ein Stückchen... Uiuiui, was erwartet mich da oben? Hallo? Keiner da. Sehr gut. Was ist das? Oh, noch eine bessere Taschenlampe? Ich werde verrückt. Zuhörer unter euch wissen, arbeite ich häufig mal die Nacht durch, aber da bin ich nicht der Einzige. Die Deputies Mulligan und Thornton nehmen sich ein paar Minuten ihres hektischen Terminplans frei, um sich hier zu mir zu gesellen. Deputies, wie beschäftigt sind Sie gerade? Ich meine, das Hirschfest steht quasi vor der Tür. Ich wette, das hält Sie auf Trab. Der Aufzug war außer Betrieb. Ich musste ihn mit Strom versorgen. Aber das ist doch eine laufende Ermittlung. Deshalb können wir darüber noch nicht reden, Thornton. Ich wollte auch nicht sagen. Ich wollte nur erwähnen, dass wir auch andere Eisen im Feuer haben. Und wie würden Sie Ihr Pensum mit dem vom letzten Jahr vergleichen? Mir kommt es derzeit recht friedlich. Ich höre da gerade zu, was Sie hier reden, aber ich glaube, so interessant ist es gar nicht. Insofern machen wir einfach mal weiter hier.
Zack. Aha. Auf der anderen Feldseite sah ich das Gebäude, das das Haus der Andersons sein musste. Es war nicht weit weg. Ich machte mir keine Sorgen um die Streifzüge von zwei ausgebrannten alten Typen. Die hatten das Gebräu. So, wir haben auch wieder ein bisschen was von den Granaten, beziehungsweise von den Fackeln. Das ist gut. Oh. Oh nein. Das kann doch echt nicht wahr sein. Okay, der Große, der chillt da ein bisschen. Oh, davor ist gar nicht gut, Bobby, wie auch immer. Ich hab dich doch gehört. So, komm, Feinung. Yes! Oh, mich doch nicht. Auch, wer kommt da jetzt noch? ¥65 Milliarden Kühe und Schweine gibt's? Sonst noch jemand? Es scheint es jetzt gewesen zu sein hier auf dem Feld. Das Feld haben wir bearbeitet. Ist hier was drin? Nö. Schade. Gut, dann, achso, ich soll die Tür für Barry öffnen. Ich werde jetzt einfach zum Haus gelatscht. Nehme erstmal ein bisschen was hier von noch raus. So. Komme ich einfach durch? Nee. Verdammt. Die Silotür. Ist nicht hier gerade eben der... Kann ich mich irgendwie ducken? Nee, ne? Ist hier nicht eben der Mähdrescher rausgekommen? Kann ich mich ducken? Kann ich mich irgendwie ducken hier in dem Spiel? Sieht
nicht so aus. Wäre mir auch neu. Kann aber auch sein, dass ich mich täusche. Hier hinten ging es ja nicht durch, ne? Oder ich muss erstmal zum Haus. Ich werde erstmal zum Haus. Vielleicht findet sich ja dort die Lösung. Und falls ich hier nicht lang komme, dann wissen wir Bescheid, dass wir auf jeden Fall hier nicht entlang sollen. Ja, okay. Das ist definitiv so. Dann ist jetzt die gute Frage, kann ich denn... Moment mal. Optionen. Steuerelemente. Tastenbelegung. Rennen, gehen, verwenden, springen, schießen, werfen, Taschenlampe, Batterie, fokussieren, Manuskript. Zweihandwaffe und so weiter, Blendgranate, Kamera, springen, nö. Gut zu wissen, hier gibt es definitiv keine Möglichkeit zu sich hinzuhocken. Insofern müssen wir irgendwie anders hier durchkommen. Nur wie und wo? Hier gab es ja auch nichts, ne? Ach doch. Seht ihr? Eine Leiter.